So, hallo und willkommen zu einer neuen Episode von unserer Nuzlocke-Herausforderung. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben, in Metaross City. Wir haben ja einiges zu erledigen. In der vorigen Episode haben wir erstmal gegen Team Aqua gekämpft und haben den Wald bezwungen und uns ein paar stärkere Pokémon gesammelt. Jetzt sind wir in Metaross City und hier gibt es einiges zu erledigen für uns. Wir können hier den Pokénuff bekommen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dann natürlich unsere erste Arena-Herausforderung. Und wir können für unsere Boxen unseren eigenen Hintergrund freischalten. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt schon geht, ob das hier war. Ich weiß nicht, welches Haus da war. Ihr kennt das, man muss einem alten Herrn ein geheimes Passwort sagen. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt schon war. War das hier? War es dort? Hallo? Oder vielleicht gibt es das gar nicht mehr? War das vielleicht nur in der Pikachu? Dieser Mann ist auch sehr einfallsreich mit seinem Namen. Ich wette, ich verwechsel gerade wieder irgendwas. Haus des Zerschneiders. Hier kriegen wir auf jeden Fall erstmal Zerschneider, die VM. So, hallo. Gib uns die VM Zerschneider. Vielen Dank. Ja, danke. Aber die können wir eh noch nicht einsetzen. Erst wenn unser Pokémon, wenn wir den ersten Arena-Leiter besiegt haben. Und ich glaube, das war hier das Haus, oder? Ah, wir müssen die Treppe runtergehen. Mhm. Genau, und mit dem Mann mussten wir sprechen. So, und wir müssen jetzt eine Geheimfrage beantworten. Ja, mir fällt was ein, was wir hier lustig sagen können. Nun, wer es nicht kennt, diese Geheimfrage war früher nur in auf Events zu erreichen, zum Beispiel zu bekommen. Und die ist halt immer basierend aufgrund des Hintergrunds, den man wählt, und aufgrund der Trainer-ID, die man hat. Unsere ist ja 37300. Und daraufhin kann man mittlerweile... Kann man das natürlich auch außerhalb eines Events machen, findet man natürlich im Internet Seiten, die einem sagen können, wie man das macht und Co. Und wir haben auf jeden Fall, ich habe das mal im Voraus gemacht und versuche jetzt mal, ob das Ganze funktioniert. Wenn das Ganze klappt, müsste ich später einen Pikachu-Box-Hintergrund haben. Wenn der Code denn so funktioniert. Ich verstehe zwar nicht, warum wir ihm etwas Lustiges sagen möchten, beziehungsweise sollen, aber eigentlich sind es nur ein paar Buchstaben, die jetzt nicht so lustig sind. Aber gut, wir beschweren uns nicht, solange es funktioniert. Eventuell, ich weiß es noch nicht. Ich habe es vorher nicht getestet. Ah, gleich haben wir es. Kleines C. Ach, wieder große Buchstaben. Das hin und her gewechselt ist ein bisschen nervig. Ja, toll, jetzt haben wir einen kleinen Buchstaben wieder. Und noch zu guter Letzt ein großes K. So, ich hoffe, es hat geklappt. Verstehe, komm, wir versuchen es einfach. Okay, es ist doch eigentlich schon ganz lustig. Ah, sie lacht. Es hat funktioniert. Ich würde gerne was zu lang schenken. Super, und schon haben wir unseren neuen Hintergrund. Können wir gleich mal schauen im Pokécenter. Es müsste eigentlich ein Pikachu sein jetzt. Schauen wir doch direkt mal ins Pokécenter. Wer ist sie eigentlich? Warum steht ihr hier so rum? Pokémon Trainerschule. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? So, schauen wir mal an den PC. Warum steht er da so?
Okay, ein Stalker. Jemand ist PC. Was müssen wir jetzt machen? Pokémon nehmen. Team-Pokémon. Was müssen wir auswählen? Da stand irgendwas mit Freunde. Ah, Motiv. Freunde. Da ist unser Pikachu. Super. Es gibt natürlich noch viele andere Motive. Mithilfe diesen Codes, je nachdem welchen Code man halt eingibt, erhält man dann noch andere verschiedene Hintergründe. Aber ich wollte jetzt natürlich erstmal das Pikachu haben. In Ehren auch mit unserem Aquachu, was wir hier leider nicht haben werden. Speichere ich doch direkt mal. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal nach oben in den Norden. Und dort wartet dann dieser Devon Corporation Typ auf uns, den wir retten müssen, damit wir das Poke-Navi bekommen. Dann glaube ich, können wir also langsam uns auch mal im Arena-Leiter versuchen. Ich hoffe es zumindest, dass wir es schaffen. Denn wenn nicht, dürfen wir ihn von euch starten. Yay. Ich glaube, wir mussten nach oben. Hallo? Jemand hier? Nein? Jemand hier? Hallo? Supertrank. Kann man mit dir reden? Vielleicht doch rechts rum? Ich glaube ja, das sieht mir eher hier wie ein Ausgang aus. Okay, ich gehe mal hier lang. Natürlich ein Kampf, aber das ist okay. Wir brauchen noch ein paar Level für den Arena-Leiter. Level 12 und Level 15 sind die Pokémon von der Arena-Leiterin oder Arena-Leiter. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Kerl oder ein Mädel war. So, Aquaknarre. Kampf-Pokémon, hatten die nicht Boden als Schwäche? Nein, oder? Eigentlich? Nee. Nee, nein, natürlich nicht. Welche Überraschung. Na, dann leg nochmal die Aquaknarre hier. Ist ja noch zur Zeit am stärksten. Jawohl, kaputt ist es. Ein paar EP, fast wieder ein Level-Up. Bisschen Geld, können wir gleich wieder im Pokémarkt ausgeben. Ein Schild. Tipps für Trainer. Oh, ich muss auf jeden Fall gegen das Vieh kämpfen, gegen das Mädel. Ist das gemein? Aber gut, dann erhalten wir auf jeden Fall unser Level ab. Schulkind Kerstin. Ein Knilz. Alles nicht so stark. Haben die alle Gras-Pokémon? Pflanze? Ich bin damit nicht einverstanden. Keiner meiner Attacken tut ihr wirklich was. Auch nicht Stachelspuren, nicht paralysiert sein. Oh, wir haben vorhin Paraheiler gefunden irgendwann. Beziehungsweise in einer vorherigen Episode. Paraheiler. Sehr gut. Oh, nicht nochmal Absorber. Das tut uns ein bisschen weh. Ich hoffe, wir kriegen keinen Volltreffer. Wir bleiben lieber bei Tackle. Tackle. Ja, genau. Das Knilz soll schön Tackle machen. Das tut mir nämlich ja nichts. Nein! Aber ich glaube, unser Glumanda schafft es. Nicht Absorber. Uff, eieieiei. Boah, jetzt. Oh nein, zurück. Pokémon tauschen brauche ich nicht. Aber ganz schnell einen Trank. Aber ganz, ganz schnell. So. Finde ich, dass mein Glumanda in so einem einfachen Pokémon stirbt.
Jawohl, da ist es hin. Und immerhin ein Level Up. Sehr schön. Schulkind Kerstin. Danke für dein Geld. Hast du davon. Das war ein Doppelkampf, oder? Paralysiert. Ich habe, glaube ich, keinen Paraheiler mehr. Eine Beere vielleicht. Ballmerkanner. AP, KP, Vergiftung. Paralyse. Nein, prüfen brauchen wir nicht. Geben. Ich speichere hier sicherheitshalber mal. Ach, Doppelkampf. Schön, dass der kleine Kerl zwei Pokémon hat. Oh, Knilz und Kleinstein. Ja, natürlich die Aquaknarre auf Kleinstein. Und erstaune auf das Knilz, weil ich glaube, die Aquaknarre müsste reichen. Jawohl. Level up. Oh, jetzt können wir auch absorben, das ist gut. Ich probiere das mal. Erstaunen. Oh, nicht sehr effektiv. Okay, ich werde es nicht nochmal tun. Ach, jetzt beginnt das Absorber wieder. Aber Knilz Level 8 ist machbar. Ah. Stachelspur auf meinen Knilz. Also auf meinen Seeblatt, das ist gut. Solange mein Hydropie angreifen kann, ist alles in Ordnung. Ah, Absorber ist natürlich nur ein bisschen nervig, weil es auch wieder Leben selber dazu bekommt. Aber es ist nicht sehr viel. Damit sollte es auch für das Knilz gewesen sein. Ich glaube, ein Pokémon hat der Teenager noch. Das heißt, es ist jetzt ein 2 gegen 1 Kampf. Ein Lutuchzel. Dann machen wir den Tackler und den Erstauner. Jawohl. Kriegt schon direkt viel mehr Schaden. Beide werden von Heuler getroffen. Und die letzte Attacke. Ich glaube, wir müssen auch wieder ein Level abbekommen. Das wäre nicht verkehrt. Denn ich glaube, dann sind wir stark genug für den Arena-Leiter. Nein, wir bekommen keine EP. Aber Geld. Geld ist wichtig. Ich glaube, das ist ein Long Range Trainer. Das heißt, wenn ich jetzt... Nein, es klappte. Gegen ihn muss ich, glaube ich, jetzt kämpfen, oder? Den vermaledeiten Tunnel. Ich habe das Gefühl, der Gang nach hier rechts war umsonst. Aber war nicht dieser Devon-Typ hier, den ich irgendwie retten musste? Oh, ein Abra. Oh, habe ich schon hier ein Pokémon gefangen, beziehungsweise ein wildes Pokémon gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh je. Ich glaube nicht, oder? Aber Abra kann eh nur Teleport. Also wenn ich es nicht jetzt mit dem Pokéball direkt fange, ist es eh weg. Also ich werfe einfach mal einen Pokéball. Ja, das war zu erwarten. Hätte mich auch jetzt sehr gewundert. Und Teleport. Tschüss, Abra.
Okay. Dann dürfen wir jetzt jedenfalls keine Pokémon mehr hier fangen. Ich glaube, wir hatten aber auch schon vorher ein Pfiffchen gehabt, jetzt wo ich es schon wieder sehe. Egal. Bin mir noch nicht sicher wegen dem Weg. Aber wahrscheinlich muss ich doch in das Devons Kopfgebäude. Hallo Ninkada. Und tschüss Ninkada. Ah, ich hasse es, wenn man manchmal nach links geht und dann geht er immer nach unten. Kostet uns nur Zeit. Flüchten! So, jetzt aber. Okay. Speichern und ich gehe ab ins Devon Corp Gebäude. Ah! Hallo! Oder muss ich nicht auch in die Pokeschule? Ich glaube, ich werde auch mal in die Pokeschule kurz gehen. Aber erstmal heilen. Heilen, speichern. Ha, Spielzeit 1, 2, 3. Sehr gut. Bin eigentlich schon relativ lange wieder dabei für eine Episode. Aber ist noch nicht so viel Spannendes passiert. Deswegen gucken, ob ich hier irgendwas finde. Ey! Warum rennt der weg von mir? Flinkklaue zu spielen. Okay, danke fürs Gratis-Item. Okay, ich glaube, mehr gibt es dann hier nicht, nur ein Gratis-Item. Dann gehe ich mal ganz schnell hier wieder weg. Tschö. Okay, wir gehen ins Devon-Gebäude. Etwas Spannendes muss da passieren, oder? Kriege ich von hier irgendwas? Oder vielleicht jetzt den Arena-Leiter? Was ist das für ein Gebäude? Ah, der möchte tauschen. Okay. Tschö. Okay, Devon-Gebäude lassen wir erstmal weg. Ups. Wir probieren uns am Arena-Leiter, bevor wir hier noch mehr rumlaufen und suchen. Ja, die Zeit ist schon etwas lang. Nochmal speichern. Der erste Arena-Kampf. Ah, und direkt mit einem Rätsel. Aber ich glaube, wir kamen beim ersten immer vorbei, ohne dass wir gegen einen Trainer kämpfen mussten. Jawohl. Puh, auf geht's. Ich glaube, sie hat zwei Kleinsteine dabei und ein drittes Pokémon, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Das heißt, die Kleinsteine werden kein Problem sein, das dritte Pokémon. Ich glaube, das ist Gesteinboden, könnte vielleicht ein bisschen schwerer werden. Aber ich bin zuversichtlich. Ich vertraue meinem Hydropi, aka Grumanda. Ah, wunderbar. So will ich das sehen hier. Keine Chance für das Kleinstein. Und Level Up, Level 14. Jetzt steht uns nichts mehr im Wege. Noch ein Kleinstein. Ach, da muss ich nicht mal hinschauen, da weiß ich, dass er das schafft. Jawohl, sehr effektiv. Und das letzte Pokémon. Fast sogar noch ein Level Up. Das letzte Pokémon war ein Nasknet. Aber ich glaube, das müsste auch gut reagieren auf die Aquaknarre. Nicht ganz so stark wie erwartet, aber gut. Sollte kein Problem für uns sein. Blub. Sehr effektiv. Ich kann nicht fliehen. Ich möchte auch aus einem Trainerkampf nicht fliehen. Oh, eine Beere. Eine Sinnebeere. Die Arenaleiterin verstößt gegen unsere Nuzlocke-Regeln. Das heißt natürlich, das Pokémon muss besiegt werden. Geht ja gar nicht anders. Wir müssen sie ja irgendwie bestrafen. So, ein letztes Mal Aquaknarre. Ah, nein, Trank hat sie auch noch. Auch noch ein Trank. Das ist aber hinterhältig hier. Möchte es richtig, richtig spannend hier nochmal machen.
reicht das schon oder noch eine? Eine noch, okay. Oder hat sie nochmal einen Trank? Sie hat nochmal einen Trank. Okay. Dann Jens, aber danach war es das. So. Tschüss, Nasknet. Und damit haben wir unseren ersten Arena-Orden. Oh, Geduld. Brauchen wir Geduld? Geduld. Ah, wir können mal für Heuler es machen. Besser als nichts. Heuler macht auch nicht besonders viel was. Da wir hier nicht glitschen oder ähnliches, brauchen wir Heuler auch nicht unbedingt. Aber yeah, wir haben Felicia, das Mädel halt da besiegt. Wir haben unseren ersten Steinorden. Felicia. Danke, Felicia. Ah, hört die Kraft der Attacken da singen. Und wir können Zerschneider außerhalb einsetzen. Und noch eine gratis TM. Sehr nett. Gratis Sachen sind immer die besten Sachen. Tschö. Jetzt können wir auch an den Trainer vorbeigehen. Die kämpfen ja nicht mehr mit uns. Schau mal auf meinen Trainerpass. Okay. Schauen wir mal drauf. Ah, da ist unser Steinorden. Sehr schön. Oh, 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 was passiert da? Ah, da ist der Devon-Typ, den ich meinte vorhin, wo wir die ganze Zeit gesucht haben. Musste ich also doch zuerst die Arena bedienen. Gut, dass wir das gemacht haben. Aber, das war ein sehr guter Übergang. Helfen werden wir dem Devon-Typen in der nächsten Episode. Also, was heißt das für euch? Beim nächsten Mal wieder reinschalten und die Folge nicht verpassen. Wenn es spannend wird, würden wir den Devon-Typen zum zweiten Mal retten. Erst im Wald und jetzt schon wieder in der Stadt. Meine Güte, nur Ärger macht der Kerl. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, favorisiert das Video. Gebt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr neue Zuschauer seid. Hallo neue Zuschauer. Natürlich auch vielen Dank an alle langzeitigen Zuschauer schon, dass ihr immer wieder einschaltet. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr könnt auch mittlerweile mir Post senden. Ich freue mich über jede Zuschrift, Brief, Bild, Zeichnung, egal, alles mögliche. Die Adresse findet ihr entweder auf unserer Facebook-Seite oder unten in der Beschreibung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.